Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom 1. Wir machen jetzt mal weiter. Ich werde jetzt am Stück nochmal die erste Kampagne durchzocken. Und dann mache ich mal eine Pause. Dann muss ich wieder extrem rendern, weil meine Platte voll ist. Und ich habe keinen Bock, dass jetzt irgendwann der Festplattenteufel mich holt. Komm, fahr hoch. Und dann einfach die Aufnahme abbricht und dann, es wäre ein bisschen blöd. Weil ich mag das nicht so, wenn man dann wieder das komplett zusammenschneiden muss. Das ist ein bisschen umständlich, weil ich muss über, ja, da kann ich gerade mal drüber reden. Wenn ich mit DxStory aufnehme, dann habe ich ja, ich nehme nicht mehr mit Audacity auf, aber dafür nehme ich den Sound parallel mit DxStory auf. Aber wenn ich das dann in ein hier in den Movie Maker reinpacke, ja, tut mir leid, weil Adobe Premiere Pro CS6 nimmt das nicht mehr an. Der nimmt diese, keine Ahnung, die DxStory Datei nimmt er nicht an und deswegen mache ich das mit dem Movie Maker. Und was, wo war ich jetzt? Ich bin gerade wieder rausgekommen. Was ist das denn für ein Geräusch? Naja, da muss ich halt die Audiodateien muss ich rausnehmen. Dann muss ich das Bild einfügen und dann noch eine Audiospur drunterlegen, weil immer nur eine eingescannt wird. Und ich weiß nicht, das ist dann umständlich, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, 5, 6 Dateien hat. Und dann muss man immer vorher reinhören und so, ist ein bisschen umständlich, aber. Also es geht an sich, aber wenn es anders geht, dann ist es besser. Das alles nur, weil meine Festplatte voll ist. Naja, aber ich glaube, ich krieg das hin. So. Dann mache ich. Ich glaube, wir werden in diesem Part auch die erste Kampagne abschließen. Die sind down. Weg. So, jetzt komm, nimm den. Komm. Und ich bin ja auch sehr gespannt auf Doom 2. Das Doom 2 hat weniger Kapitel als Doom 1. Aber es ist auf jeden Fall schwerer. Glaube ich. Oder ich habe den falschen Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Ich glaube, Doom 2 habe ich auf schwierig gespielt. Oder auf. Nee, auf Nightmare auf keinen Fall. Auf schwierig. Und das war ja auch dann relativ schwierig. Und da habe ich das so vergleicht und dann. Ich hoffe mal, dass ich das wirklich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad dann gezockt habe. Und Doom 2 nicht wirklich so schwer ist, wie ich das jetzt gedacht habe. Und inzwischen kriege ich langsam auch Augenkrebs von dem Spiel. Boah, ey, das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Aber es macht ja Spaß. Abgesehen davon, dass ich mich gerade vollkommen verirrt habe irgendwie. Ah, das ist die rote Keycard. Das ist aber was Schönes. Ist fast wie Weihnachten. Das ist ja übrigens fast Weihnachten. Vielleicht ist es ja schon Weihnachten, wenn die Folge rauskommt. Also, Merry Christmas, my friends. Fröhliche Weihnachten, meine Freunde. Aua. Was hat mich da gerade so fett getroffen? Falls jetzt unten guckt, der ist gerade schon voll am Bluten. Na, er hat gerade in die Kamera gegrinst. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Okay, wir haben die rote Keycard geholt. Die blaue haben wir noch nicht, also würde ich mal sagen, wir suchen nach einer roten Tür. Macht vielleicht am meisten Sinn. Okay, wir sind wieder ganz am Eingang. Und hier sieht es nach einer roten Tür aus. Und da ist die blaue Keycard. Schön. Dann speichere ich schnell, weil ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Und dann haben wir das Level, glaube ich, auch recht zügig fertig gekriegt. Da waren wir schon. Dann müssen wir hier lang. Die blaue Keycard. Wir haben vielleicht tausende von Secrets jetzt übersprungen, aber ich denke mal,
Das ist jetzt auch nicht so entscheidend. Die am Anfang, die kannte ich noch ganz gut, einigermaßen. Aber ansonsten... Was hat mir das jetzt gebracht? Naja, irgendwas habe ich, glaube ich, geöffnet, sonst kämen da nicht so viele Typen aus. Raus. Raus, raus, raus. Na, ich glaube, ich habe die Tür hier geöffnet und ich sehe den Ausgang. Da drüben, der Schalter. Da. Erstmal alles mitnehmen hier. Boah, 91 Ammo, das ist ja... Ey, voll fett, ey. Aber ich höre hier noch ein Viech, kann man hier nicht irgendwie... Naja, gut, dann sind wir fertig mit dem Level. Und dann kommen wir jetzt gleich in den Boss-Level. Computer Station ist fertig. Das ging ganz schnell. Kein einziges Secret gefunden, aber ich glaube, das macht auch nichts. Und dann sind wir jetzt beim Boss. Und den machen wir nochmal schnell. Und man sieht schon... Jetzt komm. Zack. Den auch noch. Komm. So. Den haben wir ganz gut gekriegt. Und dann gehen wir mal hier hoch. Hier gibt es nämlich auch noch ein paar coole Sachen. Das epische Endbattle kommt nämlich jetzt gleich. Und da werde ich nochmal kurz vor saven. Weil, wenn wir jetzt sterben und keinen Save haben, dann starten wir das Level neu. Aber wir haben nur die erste Handwaffe und dann müssen wir alle Waffen nochmal neu holen. Oder halt vom letzten Save starten und das finde ich nicht so cool. Deswegen lieber öfter speichern und dafür alle Waffen das ganze Spiel überbehalten. Als ständig neue Waffen sammeln. Gibt's hier vielleicht ein Secret? Sieht mir irgendwie nicht so aus. Hier ist ein Secret. Ah, cool. Und ihr seht, vor uns liegt der Stern, von dem ich geredet habe. Dann save ich nochmal. Oder speichere ich. So, und am besten nehmen wir jetzt, ich würde mal fast sagen, den Rocket Launcher. Und jetzt müssen wir zwei von den Viechern platt machen. Das ist nämlich der Endboss. Einer ist down. Ja, ich weiß jetzt inzwischen auch, wie man die ganz gut platt kriegt. Ansonsten ist es ein bisschen schwerer. Ammo. Ammo. Und ihr seht, wir sind auf dem Stern. Wie ich angesprochen habe. Ich will da noch nicht runter. Erst gleich, wenn wir nochmal alles eingesammelt haben. Aber ich glaube, wir brauchen gar nichts. Aber komm, das lassen wir uns noch nicht entgehen. Ach, schön. So. Unsichtbar sind wir auch. Das bringt uns nur gerade mal nichts mehr. Hier unten können wir uns das nochmal angucken. War jetzt nicht so der stärkste Endgegner, muss man schon sagen. Gab es hier noch ein Secret oder sowas? Nope. Dann fahren wir mal die Treppe hoch. Episch. Und dort ist ein kleines Zeichen. Und wir verlassen nämlich jetzt das erste Chapter und betreten das Zeichen. Aua, 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 aua. Once you beat the big badasses and clean out the moon base, you're supposed to win. Aren't you? Aren't you? Where's your fat reward and ticket home? What the hell is time? It's not supposed to end this way. Ich kann's ja gleich mal übersetzen. It stinks like rotten meat, but looks like the lost dame's base. Looks like you're stuck on the shores of hell. The only way out is through. To continue the Doom experience. Play the shores of hell and it's amazing. Sequel Inferno. Okay. Ich hätte es gern übersetzt. Vielleicht könnt ihr es ja. Auf jeden Fall, also bla 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 übersetzt. Bla 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 bla. Naja, ich hätte es übersetzen können, aber
Naja, naja, naja. Ich krieg keine Lust zu. Ich bin aber auch. So. Brooke Ramos, John Carmack, Mike Abrash, John Romero und Dave Taylor. John Romero hört sich. Ich kenne den irgendwo hier, glaube ich. Artist Adrian Cortmack und Kevin Cloud. Designs Sandy Peterson, American McGee. Wie kann man sein Kind American nennen? Naja. BIC oder Bits, Jay Wilbur, Software Support, Sean Green, Additional Support, Soundcode, Paul Redek, Music, Sound Effects, Robert Prince, Special Thanks to Regan Punchots, Special, Special,